Liebe Teilnehmende des Winterkongresses 2021, herzlich willkommen zurück hier bei uns in der Lounge. Mein Name ist Nicole und es ist mir eine große Freude, jetzt den nächsten Vortrag anzukündigen. Simon Schlauri, er ist Rechtsanwalt für IT-Recht und schon lange bei der digitalen Gesellschaft engagiert. Er erzählt uns etwas über die Swiss Covid App und Proximity Tracing. Simon, bitte. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Nicole, und für die freundliche Einführung auch in die Technik vorhin etc. Es funktioniert hoffentlich alles so, wie es soll. Das ist doch gut. Ja, vielleicht eben, also ihr habt gehört, was ich mache. Ich bin Rechtsanwalt, ich bin auch Politiker, ich bin bei der Grünen Liberalen Partei, ich war bis vor kurzem im Kantonsrat im Kanton Zürich und auf diesem Weg, deshalb bin ich überhaupt hier mit diesem Thema, auf diesem Weg bin ich so ein bisschen in diese ganze Proximity Tracing und Gruppe Salate und App etc. Diskussion reingerutscht. Da hat sich nämlich Nicola Forster von den Grünliberalen des Kantons Zürich hat sich bei mir gemeldet und gesagt, dass sie eine Gruppe der Zivilgesellschaft am Zusammenstellen sind, die in diesem Zusammenhang mit dem App damals vor etwa einem guten Jahr ihre Kräfte bündelt und versucht, eine, ich sage es mal, beratende Stimme darzustellen. Bei dieser Gruppe war der allseits bekannte Herr Salate dabei, dann waren Leute dabei aus der, wie soll ich sagen, Medizinbranche im weitesten Sinn, die Callcenter betreiben, zum Beispiel für Krankenkassen. Dann waren Leute dabei vom Roten Kreuz etc. Und das Ziel war eben ein bisschen Input zu bringen, wie diese Regulierung, diese App etc. funktionieren sollte. Worum es heute geht, mal schauen, ob ich da die nächste Folie einschalten kann, müsste funktionieren. Zuerst werde ich, faul wie ich bin, ein kurzes Video laufen lassen zur Frage, wie die Swiss Covid App funktioniert. Es ist ein Video aus Deutschland. Für die Schweiz habe ich nichts gefunden auf die Schnelle, das tauglich gewesen wäre. Jetzt hier für die Presse. Vor allem steht das Video unter Creative Commons. Das heißt, ich kann das wunderbar in dieser Situation verwenden. Dann werde ich darauf eingehen, wie das Gesetz diese App jetzt regelt und vor allem eben auch auf die Frage, wie das, was da im Gesetz steht, in dieses Gesetz hineingekommen ist. Und da geht es ein bisschen um die Frage, also eben wie hat diese Gruppe agiert, mit wem haben wir zusammengearbeitet, auch mit der DGS haben wir zusammengearbeitet und wie haben wir politisch agiert, damit am Schluss diese Punkte, die wir wollten, da in diesem Gesetz gelandet sind. Dann ist dieses Thema Datenschutz und Datensicherheit, ich meine, ich bin Jurist, ich mache genau solche Dinge, das bei der App natürlich ein großes Thema war und da werde ich ganz spezifisch nochmals drauf eingehen und am Schluss auf die Learnings, die wir aus diesem, ich sage jetzt nicht gerade Fiasko, aber es war nicht wirklich ein totaler Erfolg, dieses App, sagen wir es mal so, ich werde auf diese Learnings noch eingehen. Gut, jetzt zuerst zur Frage, was mit dieser App ist. Das Problem, das wir haben, das kennt ihr vermutlich alle zur Genüge unterdessen. Um die Seuche zu bekämpfen, setzt man bis heute im Wesentlichen Contact Tracing ein. Das heißt, wenn ich krank werde und zum Arzt gehe, dann bekomme ich irgendwann mal einen Anruf von jemandem, der fragt mich, du sag mal, erinnerst du dich, wen du so in den letzten paar Tagen gesehen hast? Kannst du uns die Kontaktdaten von diesen Leuten geben? Und dann versucht man, diese Leute zu erreichen und zu erreichen, dass die dann in Quarantäne gehen und andere schützen, damit man eben die Ausbreitung des Virus verhindern kann. Das Problem hier ist, das ist extrem personalintensiv. Das sind Hunderte und Hunderte von Leuten sind beschäftigt in diesem Zusammenhang. Das hat vor allem auch dazu geführt, dass es sehr lange dauert, teilweise bis die Leute dann kontaktiert werden. Also wenn dann die Quarantänezeit eigentlich schon fast vorbei ist und der Ansteckungszeitpunkt schon zu lang her ist, dann bringt die ganze Übung nichts mehr. Um die Sache einigermaßen unter Kontrolle zu halten vom Aufwand her, hat man bei den Tagen gespart, die man zurückverfolgt. Oder man könnte im Prinzip bis zu 10 Tage zurückgehen, weil die Ansteckung, die Inkubationszeit sind 10 Tage. Das macht man aber nicht, man macht nur wenige Tage und damit verliert man natürlich einige Leute, die man eben noch warnen könnte. Aber es ist einfach nicht machbar technisch und von Ressourcen her, das
durchzuführen im gewünschten Umfang. Deshalb hat man diese Idee entwickelt mit diesem Proximity Tracing App und da versuche ich euch jetzt ein Video zu sharen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob das auch wunderbar funktioniert. Wir haben es vorhin getestet. Das dauert etwa 5-6 Minuten, wird einfach so grundsätzlich mal erklärt, wie das ganze System funktioniert. Ich gehe nachher noch, wie gesagt, auf diese Themen Datenschutz etc. ein, damit wir das ein bisschen näher diskutieren können. Okay. Die Corona-Warn-App. Man muss es ein bisschen lauter machen. Warum wird darüber so heiß diskutiert? Wir erklären euch in diesem kurzen Film, was ihr wissen müsst, um eine fundierte Entscheidung zu fällen. Wozu die App? Ein großes Problem bei der Verbreitung von Covid-19 ist der Ansteckungszeitraum. Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, weisen in der Regel erst nach einer Woche Symptome auf. Sie haben aber bereits davor andere mit dem Virus infiziert. Und diese haben wieder andere angesteckt. Auf diese Weise kann eine erkrankte Person schon 2 Generationen infizieren, bevor sie überhaupt gemerkt hat, dass sie krank ist. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 46% der Übertragungen in dem Zeitraum stattfinden, bevor infizierte Symptome bei sich feststellen. Am ansteckendsten ist man direkt einen Tag vor dem Symptomausbruch. Den Gesundheitsämtern ist es also gar nicht möglich, schnell genug alle Kontakte der Infizierten nachzuvollziehen. Ein Teil der Lösung dieses Problems kann eine Corona-Warn-App sein. Und so funktioniert sie. Stellst du bei dir Symptome fest, informierst du freiwillig die App darüber. Fällt der Test positiv aus, kann die infizierte Person das Testergebnis an die App melden. Die Datenübermittlung muss also selbst aktiviert werden. In diesem Fall vollzieht die App sofort nach, welche Handys im relevanten Zeitraum lang und dicht genug an deinem Handy dran waren, um eine Ansteckung möglich zu machen. Diese Ermittlung erfolgt, indem die Handys anonyme ID-Schlüssel, also Zahlenreihen, austauschen. Das heißt, niemand weiß, welche Person tatsächlich in deiner Nähe war. Die Kontakte, die als potenziell infiziert eingeschätzt werden, erhalten eine Meldung über ihre App und werden gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, um Ansteckung zu vermeiden. Auf diese Art können Ausgangsbeschränkungen lokal dort angeordnet werden, wo sie sinnvoll sind. Außerdem wird so die Verbreitung des Virus erheblich verlangsamt. Eine Voraussetzung dafür, dass die App hilft, die Corona-Epidemie zu stoppen, ist, dass mindestens 60% der Bevölkerung sie auch nutzen. Allerdings gehen Wissenschaftler davon aus, dass auch bei einer niedrigeren Nutzungsrate schon positive Auswirkungen spürbar sind. Wie sieht es aber mit dem Datenschutz aus? Sind deine Daten sicher? Wer verwendet sie wofür? Um das besser einschätzen zu können, ist es wichtig, einige Begriffe zu kennen und zu unterscheiden. Standortdaten, das sind Informationen darüber, wo du dich befindest. Diese werden per Satellit übermittelt. Die Standortermittlung per GPS ist ziemlich genau. Auf den Meter genau, wenn du dich draußen befindest, aber nicht ganz so genau, wenn du dich in einem Innenraum aufhältst. Aus diesem Grund sind die Standortdaten für die Corona-Warn-App auch gar nicht interessant. Bewegungsdaten. Das sind ebenfalls Informationen darüber, wo du dich befindest. Sie werden von Handyfunkzellen ermittelt, jeweils mit einem Radius von 120 Grad. Anhand der Bewegung einer Person in und aus diesen Funkbereichen heraus kann eine gewisse Bewegung nachgewiesen werden. Doch auch diese Ortung wäre zu ungenau für die Corona-Warn-App und ist deshalb dafür nicht relevant. Kontaktdaten. Kontaktdaten ermitteln, zu wem eine Person in Kontakt gestanden hat. Das passiert über das sogenannte Low Energy Bluetooth im Handy. Diese schicken permanent Nachrichten von deinem Handy an die Geräte in deiner Umgebung, die dir nahe genug kommen. Und das ist die Art von Ortung, die die Corona-Warn-App nutzen kann. Die App kann über Bluetooth erfassen, welchem Gerät du überhaupt über einen bestimmten Zeitraum nahe genug gekommen bist. Diese Informationen bleiben auf dem Handy gespeichert, aber als Nummern anonymisiert. Falls du positiv getestet wirst, können so die Kontakte nachvollzogen werden, die sich angesteckt haben könnten. Und zuletzt, Tracking und Tracing, das ist nicht dasselbe. Tracking.
bedeutet die Ortung über GPS oder Funkzellen, also Standort und Bewegungsdaten. Tracing ist die Ermittlung der Kontaktdaten über Bluetooth, also das, was für unsere App in Frage kommt. Jetzt kommt die zentrale Frage. Sind deine Daten in dieser App sicher? Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit der App auch kritische Expertinnen und Experten zustimmen? Bedingungen, die zum Beispiel der Chaos Computer Club und Reporter ohne Grenzen stellen, sind ein offener Quellcode. So ist für jeden nachvollziehbar, wie die App funktioniert und wie die Daten verwendet und geschützt werden. Übrigens, zur Transparenz haben die Entwickler und Entwicklerinnen der App kürzlich den kompletten Programmcode auf der Plattform GitHub offengelegt. Dezentrale Server. Nicht alle Informationen sollen auf einem allwissenden Server liegen. Auf mehrere verteilt sind sie sicherer vor fremden Zugriffen. Freiwilligkeit. Ganz wichtig, die Installation der App ist freiwillig, genau wie die Entscheidung, ob man gegebenenfalls sein Testergebnis mitteilen möchte oder nicht. Anonymität. Die Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden anonymisiert. Hier stehen also keine Namen und Kontaktdaten, sondern nur Zahlenreihen, die zur Erhöhung der Sicherheit viertelstündlich ausgetauscht werden. So ist für niemanden nachvollziehbar, mit welchen Personen jemand in Kontakt stand. Auch die Auswertung durch Technik und Wissenschaft erfolgt ohne Rückschlüsse auf die Nutzerinnen und Nutzer. Löschfristen. Auch Löschfristen für die erhobenen Daten können eine Möglichkeit sein, diese zu schützen. Es gibt ähnliche Apps bereits in verschiedenen Ländern. Warum übernehmen wir diese in Deutschland nicht einfach? Weil wir Datenschutz wichtig finden. Und wenn du das soweit verstanden hast, kannst du schon bald bei der deutschen App selbst überprüfen, ob sie dir sicher genug ist und wenn ja, auf dem Handy installieren und dabei mithelfen, die Corona-Infektionsketten zu unterbrechen. Ja, sorry, jetzt, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass weil ich nicht gemutet war, es ein Echo gab bei dem Video, dann mutet man sich und mutet man sich und dann vergisst man es wieder einzuschalten, ist immer dasselbe. Aber eben, ich hoffe, man hat einigermaßen mitbekommen, worum es geht, so als ein bisschen Refresh, das stand ja in allen Zeitungen damals vor etwa einem Jahr. Und ich gehe davon aus, dass die meisten aus dem Publikum sich das mindestens mal grob durchgedacht haben und sich ihre Gedanken gemacht haben zu dieser App. Jetzt, die Frage ist schon, funktioniert das Ganze? Oder? Und ich habe da eigentlich mittlerweile ein bisschen eine ernüchterte Meinung. Es funktioniert nicht wirklich. Also wenn man schaut, wie die Zahlen aussehen, ich habe im Wesentlichen Zahlen aus Deutschland, in der Schweiz, alle sagen zwar, es sei super und toll und bringe viel und so, aber wenn man das konkret dann anschaut, sieht man, dass es eben doch ziemlich dramatisch in die Hose gegangen ist. Die Zahlen aus Deutschland sagen, dass nur etwa eine von 33 Neuinfektionen mit der App erkannt werden. Das ist mal das Erste. Also es gab von 2,4 Millionen Infektionen, gab es etwa 50.000 Meldungen in Deutschland über die App. Die App hat 50 Millionen Euro gekostet in Deutschland. Das war völlig absurd. Die haben etwa 10-mal so viel ausgegeben wie wir hier in der Schweiz. Und das Absurde daran ist noch, dass der größte Teil der Technik im Betriebssystem drinsteckt. Also die App selbst ist im Prinzip einfach ein grafisches User Interface für diese Technik. Und da hat irgendein Unternehmen sehr, sehr viel Geld verdient. Auch in der Schweiz hat man ziemlich viel Geld ausgegeben dafür. Und ja, man kann sich fragen, ob man, wenn man da ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um das auszuschreiben, sauber, dann hätte sparen können. Allerdings muss man schon sagen, am Anfang waren die Hoffnungen groß. Es gab einige Leute, die sehr für diese App getrommelt haben, inklusive mir. Und entsprechend hat man da nicht wirklich hinschauen können und sparen können. Es ist ja sowieso generell die Kritik im Augenblick, dass halt immer noch viel zu viel gespart wird in dieser ganzen Seuchenbekämpfung. Der Grund, warum es nicht funktioniert hat, oder verschiedene Gründe, warum es nicht funktioniert hat, der erste ist einfach mal, dass zu wenig Leute diese App installiert haben. Man hat es gesehen im Video, es braucht, damit es wirklich sauber läuft, etwa 60% der installierten Userbasis. Realistischerweise sind wir, also in der Schweiz, glaube ich, Downloads 1,8 Millionen Größenordnung, wenn man Watson glauben will. Die Frage ist, wie viele von diesen Leuten haben die App überhaupt noch installiert? Das ist nicht das gleiche wie ein Download.
Der Grund dafür war vermutlich die allgemeine Diskussion, die losgebrochen ist, nachdem diese App gestartet wurde, vor allem auch um das Thema Datenschutz. Ich komme darauf später noch zurück. Und dann, also das war so ein bisschen das, was ich gefühlt habe. Sehr viele Leute waren verunsichert, dachten, ja, wie kann man denen trauen? Da gab es auch irgendwelche Nationalräte, die fanden das ein Überwachungsinstrument etc. Das war ziemlich mühsam. Also die Populisten haben uns da die Suppe versaut, wenn man so will, oder versalzen. Was weiter ein Problem war in diesem Zusammenhang, war, dass die Meldungen sehr oft zu spät gekommen sind. Also das Contact Tracing, die waren schon überlastet. Und dann hatten die nicht auch noch Zeit, irgendwie sich mit dieser Technik rumzuschlagen. Man hat nicht sich die Zeit genommen, um diese Meldungen überhaupt zu machen, obwohl vielleicht der Multiplikatoreffekt wertvoll gewesen wäre. Und entsprechend kamen teilweise diese Meldungen dann x Tage später, als man sich hätte infizieren können. Und das war nicht wahnsinnig erfolgreich. Nächstes Thema ist, ich meine, wenn ich dann die Meldung habe auf der App, eben wegen dem Datenschutz weiß das niemand, dass ich diese Meldung habe, ich bin der Einzige. Und dann ist dann das Risiko groß, dass die Leute sagen, ups, das Risiko ist sicher nicht so schlimm und da war sicher nichts und die klicken es einfach weg oder löschen die App. Das heißt, man hat dann keine Reaktion auf diese Meldung. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man dann überhaupt diesen Code bekommen hat, man musste ja, wenn man krank war mit dem Contact Tracing, musste man irgendwie beim Hausarzt einen Code beantragen oder verlangen, um den in die App einzugeben, dann haben die Leute häufig sehr lang gar keinen solchen Code bekommen. Das war sehr, sehr, sehr träge, das Ganze. Trotzdem, ich möchte mal darauf eingehen, wie man das damals gemacht hat, was da geregelt ist in diesem Gesetz. Es gab in einer sehr schnell angelegten Gesetzesrevision einen neuen Artikel 60a des Epidemiegesetzes, den man da gebracht hat. Man hätte sich fragen können, gerade rausgesagt, ob es überhaupt einen neuen Artikel braucht. Aus meiner Sicht, ich habe mich damals auf den Standpunkt gestellt, dass es nicht nötig ist, weil wir nämlich eine Norm haben, die heute schon sagt, dass der Bund die Kantone beim Contact Tracing unterstützen kann. Und man hätte einfach sagen können, der Bund macht das, die Norm ist technologieneutral. Man hätte sagen können, der Bund nutzt jetzt ein technisches Instrument, um das zu machen, und wir machen das gestützt jetzt auf diesen Artikel. Auf der anderen Seite muss man sagen, wegen der ganzen Diskussion um Datenschutz etc. war es vermutlich schon sinnvoll, dass man dann am Schluss ein Gesetz gemacht hat, demokratisch abgestützt im Parlament. Es gibt jetzt sogar nachträglich noch das Referendum. Ist so, weil das ein dringlicher Beschluss war, ist das Referendum nachträglich. Aber also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sich auf das App jetzt noch bezieht. Vermutlich müsste ich mal nachschauen. Sorry, da habe ich mich zu wenig informiert. Aber auf jeden Fall, es gibt ja demnächst mal möglicherweise eine Abstimmung zu dem Epidemiegesetz noch. Jetzt, was steht da drin? Es sind verschiedene Farben hier. Die schwarzen Dinge sind Dinge, die der Bundesrat schon von sich aus vorgeschlagen hat. Die grünen Dinge sind Dinge, die zum Beispiel von den Grünen vorgeschlagen wurden und den Eingang ins Gesetz gefunden haben. Die roten Dinge sind Dinge, die wir aus unserer Gruppe Salate und aus der Zivilgesellschaft heraus in das Gesetz reinbringen konnten. Und ich möchte ein bisschen noch erklären, wie wir zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Also zuerst ist klar, steht, dass das BAG dieses Proximity Tracing System betreibt. Also wir brauchen zentrale Server, das ist klar, sonst funktioniert es nicht. Allerdings werden da keine Personendaten gespeichert. Der Zweck ist die Benachrichtigung Betroffener und Statistik. Die Teilnahme ist freiwillig, das steht auch so im Gesetz. Und in diesem Zusammenhang mit der Freiwilligkeit kam von der linken Seite her diese Forderung, dass man eben ins Gesetz reinschreiben müsse, dass Private nicht diskriminieren dürfen anhand des Apps. Also ein Restaurant zum Beispiel darf nicht diskriminieren und sagen, wir lassen nur Leute rein, die das App installiert haben. Das hat man reingebracht. Ich habe damals eigentlich die Meinung vertreten, dass vermutlich das Risiko nicht so groß war, weil ich meine, wenn ich ein Restaurant bin, habe ich ein Interesse daran, möglichst viele Gäste zu haben, gerade in der Krisenzeit, wo es sowieso schon schwierig war. Zudem, wenn man ehrlich ist, das App schützt ja die unmittelbaren Leute rundherum nicht vor Ansteckung. Es schützt eigentlich erst dann die nächste Generation der Leute von Ansteckung, weil wenn ich jemandem zu nahe kam und krank war in dem Moment oder angesteckt war in dem Moment und das App reagiert, dann ist der andere ja schon angesteckt. Also das App, das war vielleicht ein bisschen auch ein
eine Fehlinterpretation. Es gibt mir selbst direkt keinen Schutz, sondern erst verhindert die weiteren. Du hast etwas reingesprochen. War das Zufall? Ich mache mal weiter. Ich habe nur jemanden reden gehört. Also eben, dieses Diskriminierungsvote, ich denke, von den Restaurants her war das Risiko nicht so groß, dass eine Diskriminierung stattfinden hätte können. Vielleicht die Angst wegen den Arbeitgebern, aber auch da war ich eigentlich der Meinung, dass ein Arbeitgeber so etwas gar nicht erzwingen kann, schon aus Datenschutzgründen. Weil da müsste er nämlich kontrollieren, ob die Leute die App haben, und dann würde er vielleicht sehen, ob die Leute gefährdet sind, und das sind Gesundheitsdaten, und das darf er eigentlich nicht sammeln, ohne Einwilligung des Angestellten. Okay, dennoch, das kam ins Gesetz, das steht heute so drin. Benachrichtigte Person darf kostenlos testen. Das war eine Forderung von uns aus der Salate-Gruppe heraus. Wir hatten eigentlich noch weitere Forderungen, nämlich, dass man, wenn man eine Nachricht bekommt, in Quarantäne geht, dass man direkt aufgefordert wird, in Quarantäne zu gehen, dass diese Quarantäne entschädigt wird vom Bund. Und das ist dann alles nicht gekommen. Und das war vermutlich einer der Gründe, warum die App eben am Schluss auch nicht so gut funktioniert hat. Weil man bekommt dann zwar diesen kostenlosen Test, aber wenn ich in Quarantäne gehen will, dann muss ich Ferien nehmen. Also das war am Schluss das Ergebnis. Das bringt herzlich wenig. Dann die Datenschutzgrundsätze, auf die komme ich noch zu sprechen. Und was ebenfalls noch drin ist im Gesetz, ist, dass die App, wenn sie nicht mehr erforderlich wird, eben deaktiviert werden muss, also beziehungsweise die zentrale Infrastruktur muss deaktiviert werden. Oder auch, wenn sie ungenügend wirksam ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das eine Forderung aus den Kreisen der DigiGES, die wir dann reingebracht haben in diese Vorlage. Was wir gemacht haben, konkret, um unsere Positionen einzubringen in diese Gesetzgebungsprozess. Es gab diese Diskussion um die App, und da haben wir als erstes mal einen offenen Brief geschrieben an den Bundesrat aus unserer Gruppe heraus. Das hat ein bisschen für rote Köpfe gesorgt, auch im BAG. Die haben gesagt, redet doch zuerst mit uns, bevor ihr uns öffentlich angreift oder öffentlich Vorschläge macht. Das haben wir dann beherzigt, haben einen zweiten, einen geschlossenen Brief, wenn man so will, verschickt. Auf den gab es dann keine Reaktion. Und dann haben wir wieder einen offenen Brief geschrieben in Form einer Vernehmlassungsantwort. Der Bundesrat hat die interessierten Kreise eingeladen, sehr kurzfristig Antworten zu geben. Und wir haben in diesem Zusammenhang einige Forderungen gestellt in einem offiziellen Vernehmlassungsverfahren und als Vernehmlassungsantwort. Dann am Schluss, jene Punkte, die nicht reingekommen sind, haben wir noch versucht reinzudrücken auf dem Weg, auf dem politischen Weg. Wir haben sind in die Kommission gegangen, des Nationalrats und des Ständerats. Da habe ich zusammen mit Nationalrat Jörg Meder von der GLP, Kanton Zürich, haben wir Entwürfe geschrieben, ganz konkret, was möchten wir geändert haben an diesem Gesetz, mit Begründungen, Anträge. Die wurden nicht im gleichen Wortlaut, aber von der Materie, von der Zielrichtung her, wurden die zum allergrößten Teil eigentlich berücksichtigt. Und das war ich sage es mal, für mich persönlich ein schöner Erfolg. Wir haben mal einen Samstagnachmittag verbracht, diese Entwürfe zu schreiben, haben die dann in die Kommissionen gespielt. Er selber war in der Kommission des Nationalrats in der zuständigen. Wir hatten noch jemanden im Ständerat, der ebenfalls uns zugehört hat und das eingebracht hat. Das hat dann funktioniert. Entsprechend standen diese Punkte, die jetzt hier rot sind, die standen am Schluss im Gesetz. Datenschutz, gibt es da unten auch einen Punkt, der noch rot markiert ist. Ich möchte aber generell kurz reden, wie das Ganze funktioniert, gemäß Gesetz und Verordnung dann zum Gesetz. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen, die die Identifikation der Teilnehmer verhindern sollen. Also das ganze System ist anonym. Die Frage ist dann auch, ob man das Datenschutzgesetz als solches überhaupt anwenden muss, weil ja die Daten anonym sind, die sind nur auf dem Handy, die sind nicht im dezentralen System drin. Allerdings hat man das dann, das ist hier gerade der letzte Punkt, beschlossen, dass man das explizit ins Gesetz schreibt, dass das Datenschutzgesetz anwendbar ist. Hinzu kommt, dass die Daten ja auf dem Handy grundsätzlich durchaus für gewisse Leute, also vor allem den Betreiber des Betriebssystems, eigentlich sichtbar sind. Und von daher kann man schon sagen, das Datenschutzgesetz sei im Grundsatz anwendbar. Wichtiger weiterer Punkt, und das steht bei uns im Gesetz drin, ist, dass es eben ein dezentrales System sein muss. Das ist
basiert darum, darauf, dass die Lösung, die die EPFL mit Marcel Zolaté etc. Entwickelt hat, das war diese dezentrale Lösung, wie wir sie vorhin auch in dem Video gehört haben, mit Codes, die hin und her geschickt werden. Es werden keine zentralen Personendaten gespeichert, es werden keine Location Data gespeichert, sondern nur anonymisierte oder anonyme Codes, die eben hin und her geschickt werden, an denen das Handy selbst dann erkennt, Moment, da war jemand mit einem Code, der mir in die Nähe kam und entsprechend dann den Nutzer warnt. Also diese Warnfunktion ist auf dem Handy, auf dem dezentralen Gerät implementiert und sonst nicht. Gut, eben, das ist eigentlich der nächste Punkt. Benachrichtigung ist der ausschließliche Zweck der Datenverarbeitung. Es werden keine Standarddaten gespeichert. Die Daten, selbst die anonymen Daten, also diese Codes, werden nach Gebrauch vernichtet. Und zwar relativ kurzfristig, maximale Aufbewahrungszeit ist 14 Tage, da ist sogar weniger. Die App ist als Open Source, wird sie veröffentlicht und es wird dafür gesorgt, dass eben wirklich dieser Code, der auf dem Netz sichtbar ist, am Schluss auch wirklich in den App Stores landet, also reproducible builds. Da muss man allerdings sagen, dass, wie gesagt, der Hauptteil der Technik ist im Betriebssystem drin und das ist nicht die App, die diese Arbeit leistet und entsprechend ist eigentlich das Ganze nicht besonders gut umsetzbar gewesen. Ich denke, es wäre gut gewesen, wenn man etwas Druck hätte ausüben können, noch vor allem auf die Hersteller der Betriebssysteme, dass man eben die entsprechenden Teile auch offenlegt. Das ist nicht passiert und das ist ein Nachteil oder vielleicht ein Learning, das man hier draus ziehen kann. Zum DSG habe ich schon gesprochen. Für mich ist vor allem etwas ein Erfolg, ganz grundsätzlich. Die Swiss-Covid-App ist ein gutes Beispiel für die Umsetzung des Grundsatzes Privacy by Design. Das heißt, dass der Datenschutz beim Design der Software von Anfang an berücksichtigt wird. Also man hat von Anfang an gesagt, wir machen eine dezentrale Lösung. Im Gegensatz übrigens zu vielen anderen europäischen Lösungen, zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland, wo sie zuerst eine zentrale Lösung favorisiert haben. Da war vermutlich dann durchaus der Druck auch der Datenschützer und der DSGVO war wirksam, dass man da umgeschwenkt ist, neben dem Entscheid halt der großen Anbieter wie Google und Apple, dass sie eben dieses dezentrale System implementieren werden auf Betriebssystemebene. Dann waren die anderen eigentlich gar nicht mehr in der Lage, etwas anderes zu tun. Das Ziel war von Anfang an dieses dezentrale System. Und es hat sich durchgesetzt und das war schön zu sehen. Es hat vor allem eine schöne Diskussion gegeben in der Öffentlichkeit über diesen Datenschutz, über diesen Grundsatz, der heute eigentlich sowohl im Datenschutzgesetz in Neuen steht, als auch in der Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen. Das war sehr erfreulich zu sehen. Jetzt die Frage ist natürlich trotzdem, hat es funktioniert? Teil habe ich schon angesprochen vorher. Es gibt einige Angriffsszenarien, die denkbar sind. Aus meiner Sicht sind die aber eher theoretisch. Also es gibt diese Diskussion zum Beispiel um einen Paparazzi-Angriff, dass ich Geräte verteile im öffentlichen Raum, die, wenn jemand vorbeikommt mit der installierten App, das sieht man ja über Bluetooth, da kommt jemand, der schickt einen bestimmten Code. Und immer dann, wenn jemand kommt, gibt es ein Foto von dem. Zusammen mit den Codes wird das dann gespeichert. Und da kann ich im Nachhinein dann herausfinden, im Prinzip, wer steckt dahinter, wer hat welchen Code. Oder? Das würde aber voraussetzen, dass man im öffentlichen Raum im großen Stil solche Geräte aufstellen kann und das ist deshalb eher theoretisch. Dann das mit dem Vertrauen ins Betriebssystem. Wir haben eine offene Bluetooth-Schnittstelle, wo man im Prinzip eben schon gewisse Informationen rausholen kann. Es gibt Leute, die möchten es nicht Bluetooth offen haben. Dennoch, ich finde halt in Anbetracht des Problems, das wir zu lösen haben, die Bekämpfung dieser Seuche, sind diese Probleme waren eher untergeordneter Natur und es gibt, ich denke, größere Probleme generell in unserer digitalisierten Welt als jetzt gerade konkret diese Swiss-Covid-App. Dennoch wurde das sehr heiß diskutiert. Viele Leute haben dann Angst bekommen, die App zu installieren und entsprechend war es vermutlich, hat sich die App weniger stark verbreitet, als sie möglich gewesen wäre. Dennoch vermutlich hätte sie auch so gefailt, wenn man so will. Also es sind verschiedene Dinge schiefgelaufen und nicht nur das mit dem Datenschutz. Dennoch, was hat das gebracht? Einige Learnings, auch für mich persönlich. Zuerst, erstes Learning, Umfragen von Zeitungen ist nicht zu trauen. Man hat nämlich die ganze Diskussion um die App geführt, basierend auf ein paar Zeitungsumfragen, wo die Aussage war, ja, etwa 70% der Leute sind bereit, die App zu installieren. Am Schluss waren es vielleicht, ich weiß nicht, 15 oder 20%.
Wie gesagt, die Diskussion wurde öffentlich geführt, sie wurde laut geführt um den Datenschutz, das ist wichtig. Paradebeispiel für Privacy by Design, habe ich gesagt. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass man eben mit politischem Engagement durchaus etwas erreichen kann. Wir haben ziemlich viel Zeit investiert, muss man sagen. Wir haben diese Vernehmlassung geschrieben, etc., etc., diese Entwürfe geschrieben, aber am Schluss war das im Gesetz drin. Und halt schon ein Grund, warum es nicht funktioniert hat, ist, dass die Schweiz, die Behörden waren noch nicht bereit. Die haben, man musste in jedem Kanton wieder einen neuen Gesundheitsdirektor überzeugen davon, dass das eine gute Sache ist. Und das sind heute häufig Leute, die mit Digitalisierung nichts am Hut haben. Und daran ist es letztlich möglicherweise auch gescheitert. Jetzt, ich sehe, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Wollen wir eine Fragerunde in diesem Rahmen noch machen oder wollen wir die Fragerunde und Diskussion gleich rüber in das andere Tool verschieben? Ich weiß nicht, Nicole, ich glaube, ich überlasse die Entscheidung dir. Super, vielen Dank, Simon. Zuerst mal vielen Dank für den interessanten Vortrag und für deine Insights aus der Gruppe Salaté, dass du die mit uns geteilt hast. Ja, wie Simon schon gesagt hat, er wird euch in der 2D-Welt im Lounge-Room noch zur Verfügung stehen, falls ihr mit ihm weiter diskutieren möchtet oder mit ihm, falls ihr noch wichtige Fragen an ihn habt. Ich habe jetzt hier gerade vor mir noch eine Frage von es geht um Micro-G und Fairphone und wie man da überall, wie man Google wegkriegt. aber falls ihr da noch weitere Fragen zu Simon hat, würde ich sagen, verlagern wir das Ganze doch in die 2D-Welt. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal, Simon. Und hier in der Lounge geht es dann weiter um 18 Uhr mit dem nächsten Vortrag zum Thema immer diese verfluchten Passwörter. Also kommt zurück, seid wieder da und genießt die kurze Pause. Dankeschön. Gut, wunderbar.